Blub blub Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls Teil 2. Das letzte Mal haben wir so ein bisschen Konsolidierung der Gebiete betrieben und so weiter. Haben ein paar neue Sachen bekommen, habe ich übrigens schon alles gezeigt. Ich glaube schon. Ring der Klingen plus 1, ich weiß nicht wie viel genau der das erhöht. Wenn ich mal ausziehe und dann wieder anziehen will, was sagt er mir? Oh, der Klingenschaden geht um fast 20 hoch, um 18 um genau zu sein. Das ist doch okay. Oh, ich meine, kann man mal machen, oder? Was geht hier hoch? Jetzt sieht man gar nicht, was hier genau hochgeht, ne? Der Balance-Schaden ist das ja eigentlich. Ich finde Schaden gut, Leute. Ich finde Schaden immer gut. Den brauchen wir nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt den noch mit reinhauen. Ja, komm, passt schon. Passt schon. Passt schon. Das Schöne ist, dass wir uns jetzt viel mehr mit Items, die, Dings freihalten können. Hier muss doch noch was sein, oder? Ich glaube, hier lag ein Item nur, ne? Dass wir uns damit schön die Ringslots ein bisschen frei halten können. Wir sind hier im unteren Teil des Schlosses von Dranglake und können damit sehr schnell in diese Dunkelzone gehen, dachte ich. Hallo? Würdest du mir bitte die Dunkelzone öffnen? Hallo? Ich würde gerne... Oh, wirklich? Oh, ja, komm. Nimm eins. Wie arsch ist das denn? Ich will kein Menschenbild dafür opfern, um da reinzukommen. Das machen wir jetzt einmal, Leute. Wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Moment, kann ich hier Menschenbilder kaufen? Ich kann Menschen... Ja, ich habe alle gekauft. Ne? Das ist total super. Ich kann aber auch Asketenleuchtfeuer kaufen. Das ist interessant. Für 7500, das ist nicht mal so viel. Und ich glaube, ich besitze keins. Ich glaube, ich besitze keins. Oder besitze ich eins? Nee. Ich habe mir das nie geholt. I thought so. Ich weiß, wo eins ist, Leute, aber ich habe es mir noch nicht geholt. Mal gucken, ob ich es mache. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das wollt. Ob ich das wirklich bei Freya, bei dem Gebiet, also die Zeldora-Schlucht, die Zeldora-Lichtsteinbucht, ob ich das da machen soll, um halt ein besonderes Item zu bekommen, weil da kann man ein Schwert gedroppt bekommen, das sehr, sehr gut ist. Und John hat es anscheinend gemacht. Ich bin aber bei dem Partner nicht. Wir gehen jetzt erstmal ins Dunkel. Letztes Mal bin ich ja richtig weggeklatscht worden. Ich hoffe, jetzt bin ich ein bisschen besser vorbereitet, habe ein bisschen bessere Zauber, ein bisschen bessere Skalierung und so weiter und so fort. Schöneres Level. Und werde nicht direkt weggefletscht. Dunkler Schlund alter Tage. So, deswegen werden wir jetzt auch erstmal... So, schön uns hier ein bisschen umschauen. Ich will wissen, was es... Gary, du bist der größte Vollidiot, den es gibt. Ist nicht wahr, oder? Ich habe gerade ein Menschenbild geopfert, um mich in den, ins Wasser zu stürzen, einfach. Ich habe nicht mehr dran gedacht, Leute. Habe ich Katana überhaupt gekauft? Warte mal, habe ich Katana gekauft? Ich glaube nicht, oder? Ich habe Katana vergessen, toll. Ich bin so doof. Ich bin so dumm, ey. Ich werde auf jeden Fall jetzt auf 16 Geschick noch gehen, denn ich hab's ja. Ich meine, was soll's? Ich hab fast volle Intelligenz. Ich werde noch einmal Intelligenz gehen und dann geht's nur noch auf Geschick erstmal. Also, beziehungsweise, ne? Das ist Katana. Ich bin so dumm, Leute. Alter! Ich werde jetzt noch einen opfern, was soll's? Ich will das jetzt mal probieren. Oh, das gibt die. Warum muss ich Menschenbilder dafür opfern? Das ist voll gemein. Fein. Na, ja. Aber ich mach's echt nur noch einmal, Leute, und dann war's das, weil. Voll Arsch. Das ist einfach nur voll Arsch, dass man hier Menschenbilder opfern muss für. Sonst würde ich hier durch, würde ich mich hier durchprügeln ohne Ende. Ja, ja, komm. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze, Mensch. Halt doch die Schnauze. Das erste Mal, warum sonst, meine ich, ne? Habe ich kein Menschenbild für opfern müssen. Voll doof. Ich bin so dumm. Ja. Dankeschön für die 3 Seelen, die ich hatte. Ich bin so blöde, ey. Okay, wie komme ich denn jetzt hier weiter, ist die Frage. Das heißt, da schon mal nicht. Doch, da schon. Ich muss nur springen. So. Okay, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie ich hier weiterkomme. Okay, da sieht es ziemlich nach Abgrund aus. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier rüber. Bitte. Oh Gott, ja. My Yusipshina, ey. Das ist doch nicht wahr, sowas. So. Ich weiß, dass es hier gleich heiß hergehen wird. Jetzt habe ich hier eine blöde Fliege, die ich töten muss. Ich hoffe, ich habe es erwischt. Schon wieder so eine scheiß Plage von den Viechern, ne? Das ist so ekelhaft. Meine Kannenpflanze kommt dem nicht... wird dem nicht her, sagen wir es so. Kommt dem nicht bei.
Ja. Okay, ich erinnere mich hier dran. Das ist schlecht. Hier kann man nirgendwo gut kämpfen, habe ich das Gefühl. Und hier kam schon der erste Futzel. Ich weiß es nicht. Da ist er doch. Kann ich ihn kriegen? Kann ich von hier aus schon bekommen? Was? Wieso sind die verschwunden? Oh, das ist ja Arsch. Das ist richtig Arsch hier. Warum sind die verschwunden? Oh. Oh oh. Oh Gott. Ich glaube, der wird mich wegfeiern, ey. Oh, Leute, ey, was machen die so viel? Alter, guck mal, wie viel die hintereinander wegballern können. Was soll denn das? Das ist doch voll Arsch, sowas. Sowas ist doch richtig scheiße. Das, wo ich nicht ausweichen kann, ne? Ja, guck mal, hat er mich schon wieder gestaggert, der Penner. Oh nein. Jetzt bin ich tot. Oh. Ja, Leute, ich scheiße auf diesen Abgrund erstmal. Es geht mir auf den Frack. Ich bin so doof. Ich bin zu doof, um so einen Typen zu erledigen, ey. Oh. Das ist einfach, ich will hinter ihn kommen und will ihn backstabben, dann ist er tot. Dann hat er keine Chance mehr, weil ich ihn dann am Boden wegfetze. Und jetzt ist es mir aber echt egal. Ich habe jetzt unnötig zwei Menschenbilder verballert. Lasst mich doch alle in Ruhe mit einem Scheiß. Ein andermal, ich sag's euch. Nein, das war der falsche. Das war das falsche Leuchtfeuer. Ich bin gerade ein bisschen entnervt von dem Scheiß, ehrlich gesagt. Weil ich zwei Menschenbilder jetzt geopfert habe, die ich noch sehr, sehr gut brauchen kann bei anderen Bossen. Und ohne werde ich nicht weit kommen, sage ich euch. Ja, das war der richtige? Oh, das war das richtige, sorry. Ist das das erste Leuchtfeuer im Schloss? Wirklich? Ihr wollt mich doch alle nur verarschen, habe ich das Gefühl. Oh Mann. Ja, jetzt... Wisst ihr was? Ich will jetzt mal die Typen hier angehen. Ich will jetzt mal gucken, was hier unten ist. Ich bin neugierig. Bist du böse? Du bist nicht böse. Ja. Bringt das Symbol des... Schon wie... Moment mal. Ist das die Tür, womit ich ins erste Gebiet wiederkomme? Und scheiße, ich wollte das erste Gebiet und da machen. Ah. Ich bin aber jetzt geneigt, eigentlich hier so ein bisschen weiterzumachen. Nee, wisst ihr was? Wir gehen ins Land der Feuerechsen. So, scheiß auf den blöden Schlund. Wir gehen jetzt ins Land der Feuerechsen. Ich habe mich jetzt spontanst umentschlossen. Wir gehen jetzt hier hin. So. Hier sind die Gegner auch nicht so stark, hoffe ich. Gott, natürlich werden sie so stark sein. Ich habe die Feuerechsen doch schon erlebt. Die Viecher sind biestig, garstig, dreckig, schweinisch. Schweiniglich sind die. Schweiniglich. Aber warte mal, wir werden jetzt einfach mal testen, wie das funktioniert, indem ich einfach mal hier runter gehe. So. Ich meine, die Typen hauen wir jetzt mit einem Schlag über die Wupper. Warum nicht? Ach so, weil das... Keine Ahnung, weil das falsche Schwert ist wahrscheinlich. Immerhin haben wir Lebensstein bekommen, das ist auch mal was Schönes. Nein, das war der falsche... Egal. Egal, Leute, wir haben's, ne? Wir haben ja die Kohle, Mensch. Wir haben doch das Geld. Sind wir nicht arm hier oder sowas? Ist ja Quatsch. Oh, die Dinger sind noch nicht begrenzt. Oh, toll. So. Guck mal, wie ich den am nächsten Raum wirklich wegballere, ne? Und der Typ mit dem großen Drachenzahn, das war Havel, oder? Das war doch sicher Havel. Hat mich schon dreimal weggeballert. Ne, zweimal hat er mich weggeballert. Der Pensoris. So, abgestochen. Guck mal, hier sind kein Problem mehr hier. Zack, zack, nächster. Noch jemand ohne Fahrschein, du. Zapp. Du auch noch. Zapp. Ende Gelände. So. Da oben kommen wieder zwei runter. Ich weiß noch nicht wo. Warte mal, die Riesenseele, ne? Die ist wichtig. Kann es sein, dass man die hier in die Riesen investieren kann? Ich weiß, dass die Riesenseele sehr, sehr wichtig ist, aber ich weiß nicht mehr, wo man sie investiert. So, kommt ihr hier jetzt runter? Ja, da sind sie. Wie ich euch noch in Erinnerung hatte, hä? Schweinebärchen. Wo ist der andere? Da muss noch einer sein. Da ist er, komm. Komm runter, komm. Ja, brav. Mach's gut. Braver Kerle. So, und jetzt brauchen wir auf jeden Fall Zauber, Leute. Jetzt brauchen wir richtig schön Zauber. Ja, nein. Was, warum ist die zu? Warum war die zu? So, ich will jetzt nicht versuchen, nicht zu sterben, will ich natürlich versuchen. Dankeschön. Okay, ich habe nur keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Okay. Das ist doch schon mal schön. Sie lässt sich schön wegballern. Sie wird zwar jetzt zielend, aber das bringt ihr gar nichts. Guck mal, was sie für einen Schaden macht, Mensch. Guck mal, was wir jetzt für einen Schaden an dem Vieh machen, Mensch. Das ist ja richtig geil. Ah, und der Unterbauch, der kriegt mehr Schaden. Seht ihr das? Ha! Seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Und da geht sie down und bringt fast gar nichts, dieses blöde Vieh, ne? Aber wir haben schon mal eine weniger gleich zu bekämpfen. Wenn wir jetzt wieder da hochgehen. Und das werden wir jetzt auch schön tun. Oh mein Gott, ey. Wie wenig Schaden ich den Viechern mache. Das ist ja richtig ekelhaft. Ich hoffe mal, das wird gleich noch besser, weil so wird das nix da in dem Gebiet. Denn ich meine, mit dem Eisenschlüssel, den wir jetzt aus dem Eisenschloss haben, kommen wir da hoch. Muss einfach. Gibt keine Möglichkeit mehr. Glaube ich. Ja, wahrscheinlich schon. Es kann natürlich noch irgendeinen anderen Schlüssel geben, aber ich meine, es wäre damit zu schaffen. Oh, guck mal, hallo. Tschüss, mein Freund. Wieder einen erledigt. Mensch, seid so wohlfein, ihr Leute hier. Au. Aua. Ja, schmeiß doch mit deinen Bomben, du Arsch. Zack. Ey, Leute, wie ich das hassen werde, wenn ich ein neues Koop-Spiel anfange und dann hier abnippel ohne Ende. Wenn ich die jetzt einfach so mit einem Stich abmurkse. Ist so gut, einfach. Ist so gut. Ist einfach nur gut. So. Da war der kleine Exkurs jetzt auch nicht umsonst, hoffentlich. Ja, da gibt Melencia mir auch keine Menschenbilder mehr. Ich habe so viele verschwendet, ne? Weil ich bei Bossen nur Kacke bin. Ist so schlimm. Oder Zeit sparen wollte einfach. Warte mal, wie lang? Apropos Zeit. Da unten ist eine Feuerechse. Yay! Hoffentlich werden die mich nicht alle töten. So. So. Mal gucken. Wenn man durch... Wenn das die Tür ist, ne? Zum Siegel des... Mit dem Siegel des Königs, die dann ins Schloss führt, dann kotze ich, weil das macht keinen Sinn. Aber naja. Ich glaub's nicht. Ich glaube, es ist nochmal so ein extra Ding wie das hier auch. So. Oh, hallo. Ach, wisst ihr was? Ich sollte auch noch... Ich glaube, ich sollte nochmal zum Verdorbenen gehen, oder wie der Typ heißt, zum Rotten. Verkommenen. Übrigens, der Part gerade raus. Nee, kommt morgen raus. Morgen ist Sonntag, ja. Da soll ich auch nochmal hingehen. Eisenschlüssel benutzt. Yay! Oh, oh. Will ich hier wirklich hin, Leute? Oh Gott, bin ich irgendwie... Oh Gott! Ach ja! Ja moin! Ja moin! Alter! Alter, was sind das denn? Was sind das denn für Viecher, ey? Alter, what? 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 Alter, wie scheiße, ey. Okay, hier mache ich auf Ultrafeige, weil... Bist du verrückt? Die Typen werden mich ja so wegballern hier. Alter Verwalter, ey. Oh, die da hinten spuckt wieder ihren Mist. Ja, okay, ich muss da jetzt reinrennen, ne, und muss da jetzt mal gucken, ob ich da was reißen kann. Mit Feuer wahrscheinlich weniger, aber ich versuch's mal hiermit. Okay, mal kurz reingucken. Okay. Alter! Die hat Nahkampfangriffe. Warum hast du Nahkampfangriffe, du blödes Vieh? Oh ja, achso, die hat nicht mal wenig. Nicht mal schlechte. Oh Gott. Ja, jetzt hat sie mich. Ist nicht so schlimm. Ich wollte erst mal austesten, was die hier so können. Oh mein Gott, Leute, die sind ja richtig fies. Ne? Also der Ausflug ins Reich der Feuerechsen wird ein schöner, sag ich euch. Der wird richtig schön. Ich glaube, ich mach die mit Zaubern, weil... Ja, ihr mich auch. Ja, ihr mich auch. Okay. Haben wir irgendwas gegen Feuer? Don't think so. Blut, Zauber, Donner, Finsternis. Kein Feuer. Ja, das Problem hatten wir ja schon mal, ne? Explodiert an der Schadensgrenze. Keine Ahnung. Explodiert wird er wahrscheinlich auch zerstört. Uff, kein Plan, Leute, was ich am besten nehmen soll. Wahrscheinlich der ist gut. Ich weiß es ehrlich nicht. Kein Plan. Ja, wartet mal erstmal, wenn wir jetzt den Klingring nehmen. Ich sag immer noch Klingring.
Ich habe zwar Demon's Souls nie gespielt, aber ist mir egal. So, und dann nehmen wir noch den, der Zauberwerk zeigt, und dann ist gut. Ich hätte gerne Klingring plus 1, das wäre geil. So, runter da. Hier haben wir alles schön gecleant. Nehmen wir nochmal das Ding für den Typen, der da noch rumsteht. Ja, Leute, also ich sag euch, das hier wird was werden. Aber ich bin gespannt, ob es da noch ein bisschen was gibt Schönes. Ich fürchte nicht, ich denke nicht, dass das Gebiet zu groß sein wird. Da oben gibt es noch ein paar Sachen. Aber krass, das ist richtig geil, dass man hier noch hinkommt. Ja, komm, du stehst doch immer noch da. Ja, ich dachte es wieder. So. Okay, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir hier was reißen. Ach so, sind die einmalig? Sind die echt einmalig? Nein, sind sie nicht. Natürlich sind sie nicht einmalig. Flammenwerfervieh ist immer noch da. Oh mein Gott. Ja, back dich da ruhig fest. Ist okay. Ein bisschen rumbacken ist absolut okay. Ist absolut schön. Kannst du machen. Macht Spaß. Bringt uns allen viel. Ja, das kannst du auch machen. Ist auch schön. Oh Leute, die Typen, ne? Die Typen. Triffst du mich hier? Wahrscheinlich triffst du mich. Ja, komm ruhig. Ja, komm her, ist super. Mach's gut. Mach's gut. Ich will eigentlich noch nichts Gutes dafür einsetzen, weil wer weiß, was noch kommt. Dann stehe ich da, ne? Oh, das ist okay. Ja, guck mal, mach ich gut Schaden mit, Mensch. Dafür, dass ich überhaupt nicht auf Finsternis gehe, also kaum Wille hab. Geht das richtig ab, Leute? Ja, kannst du auch machen. Ist okay. Die haben aber echt viel Lebensenergie, Leute. Hammerhart. Und ich wüsste ehrlich gerne, wie viel Feuer er macht. Jetzt geht er wieder zurück und springt. Springst du an? Nein, er springt nicht an. Er rennt nur zurück. Ich würde es gern wissen. Ich habe meine Seelen noch nicht wieder, deswegen pfeift drauf. Auch so, wie er wieder ganz zurückgeht und wahrscheinlich jetzt auch noch resettet wird. Wenn du resettet wirst, ne, dann gibt's aber hier Schläge, mein Freund. Oh Gott, da mach ich gar keinen Schaden mit. Okay, hat sich erledigt. Nein. Nein. Au! Mistvieh! Jetzt voll eine drauf, komm. So, Ende. Alter, sind die heftig. Ich frage mich, was hier eine bessere Taktik ist gegen die geborstenen roten Augapfel. Toll. Superschön. Ja, die haben hier eigens kleines brennendes Feuernest. Großschild des Rebellen. Okay, den gucken wir uns jetzt auf jeden Fall noch an. Ach, guck mal, das warst du. Ha. Warum warst du eben auch da? Weil ich nochmal am Feuer war. Ich bin so doof. Okay. 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 Großschild des Rebellen haben wir bekommen. Mal gucken, was der bringt. Großschild des bösen Auges. Großschild des Rebellen. Der Schild des Rebellen Raym. Raym und Velstad waren bekannt als die linke und die rechte Hand des Königs, bis sie in Streit gerieten und Raym als Verräter betrachtet wurde. Der schwarze Rabe wird zwar gemeinhin als der Bote des Todes verachtet, doch war er Raims Lieblingsvogel. Hm. Interesting. Können wir sogar anziehen. Nur von der Stärke her, auf gar keinen Fall. Bringt er noch irgendwas? Ja, macht weniger Schaden, aber sonst ist er eigentlich ziemlich gut. Was war das da drüben? Das ist so gut, dass man es nachgucken kann. Eine Balance-Schaden. Oh. Geil. Eine enorm gute Balance hier. Aber guck mal, nicht mal was? Das ist ein Großschild. Warum hat er nicht mal 100% Schadensreduktion? Ja, wie der da. Nur der da ist noch besser, weil er noch Lebensenergie frisst, wenn der Gegner stirbt. Also Lebensenergie einem gibt. Oh Gott, Leute, ey. Oh Gott, Leute. Oh ja, ach so, moin. Moin. Leute, die Viecher sind so kacke. Ich mach bei denen so wenig Schaden. Hammerhart, der hätte mich eigentlich treffen müssen, ne? Guck mal, wie ich gar keinen Schaden mache. Au, au. Oh. Komm, spuck. Ja. Dann einen mit Doppelschaden. Au. Au, au. Mistvieh. Dreckig. Seid so dreckig. Blöden Viecher. Au. Oh. Ja, moin. Noch mehr. Komm, hau noch ein bisschen was drauf. Alter, habe ich keinen Feuerschutz vor den Viechern?
Oh, Leute, ich überziehe wieder ein bisschen, ist mir egal. Ja, Glück. Wow, hat's gerade noch so gereicht. Mit meinem Zauberkrams. Mal gucken, und das ist die nächste. Ich will das hier jetzt noch haben. Das hier ist alles. Gebiet der Feuerechsen, oder? Mehr ist nicht. Ich glaube, mehr ist nicht. Wie sie mich sieht, ne? Blödes Vieh. Komm schon, komme ich da nicht hoch? Das ist wieder so eine scheiß... Ah, Programmierkram, so. Ist der da nicht richtig für, ja, Wegfindung und so? Und ich kann das nutzen, was da ist. Boah, guck mal, wie schnell ich bin hier. Boah, ich mach das schön Schaden. Au. Na komm. Ich will euch noch zeigen, was das ist in diesem Gebiet. Also habe ich einen guten Partner. Abgrund-Fails und Feuerechsen oder so. Oder einfach nur das Gebiet der Feuerechsen. Oh! Feuer ist aus. Cool. Also die halten es aufrecht. Das ist ja auch strange. Da kann ich runterspringen. Okay. Ah. Das ist interessant. Hier kann ich auch runterspringen. Kann ich überall runterspringen. Ich weiß nicht, ob ich sollte. Seele des stolzen Ritters. Das hängen wir alles noch dran, Leute. Mal gucken. Falkenring. Okay, der klingt interessant. Den wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Jetzt mehrere Löcher, in die ich reinspringen könnte. Feuerdrakenstein. Ich weiß nur nicht, ob ich es tun soll. Ist die Frage, ne? Mach den ganzen Scheiß nochmal und spring da jetzt erstmal. Oder riskierst und spring da rein oder lass es. Eigentlich müsste hier nur in die Höhle unten drunter wiederkommen, weil. Da waren wir doch gerade. Hm. Gucken wir erstmal den Falkenring an. Wir haben jetzt alles abgecached, was es hier gibt. Nein, ich hätte gern da oben. Falkenring. Der da ist es doch, ne? Falkenring. Erhöht die Reichweite von Pfeilen. Oh ja, dieser Ring ist mit der Gravur eines Falken geschmückt. Erhöht die Reichweite von Pfeilen. Der blauäugige Durgo, ein Bogenschütze der Nomaden, hat viele mutige Siege im Kampf errungen, von denen die Hälfte der Gunst dieses Ringes schuldet. Cool. Schön für Bogenschützen. Sehr cool. Bruger hat ja schon einen Bow-Only-Run gemacht und ist damit saugut durchgekommen. Ah, guck mal an. Hier haben wir noch was. Wenn jetzt noch eine Mimik ist, ne? Dann gibt's über Haue. So. Und? Der Flammenquarzring plus 1. Habe ich jetzt endlich was gegen Feuer? Ich meine, wird doch langsam Zeit, ne? Ja. Oh, und dann noch plus 1. Erhöht die Feuerabwehr. Dieser Ring wird an der Zauberakademie von Melfia Schülern einer bestimmten Stufe verliehen. Der feuerbasierte Quarz erhöht die Feuerabwehr. Gerüchten zufolge hat Pyromant Glocken riesigen Profit mit dem Verkauf von Kopien erzielt. Oh, aber die geht richtig schön hoch. Um 80. Genau 80. Geil. Das ist erst wahrscheinlich um 40. Der normale Ring. Cool. Ja, Leute, dann haben wir das Gebiet hier auch soweit fertig. Ich werde beim nächsten Mal noch in so ein Loch springen, da könnt ihr mich sterben sehen. Deshalb freut euch auf den nächsten Part, Leute. Bis dann bei Let's Play Dark Souls. Denkt dran, lasst mir noch was da. Bewertungen, Kommentare. Bis dann. Tschüss.